auch interessanten Ausgang mit vielen schönen Frags. Wir gehen rein ins Game. Schauen uns mal an, wer dann auf der CT-Seite starten darf. Knife Round entscheidet, wie immer, welche Seite ansteht. So. Also Cash, ja, sicherlich bei vielen Kombinationen hier nicht ganz so CT-lastig wie viele andere. Ich denke mal, Doppel-AWP wäre hier interessant. Und da wäre es hier auf jeden Fall drauf eingestellt im Zweifelsfall. Und ich glaube auch, bei den Kopenhagen Wolves gibt es da die Möglichkeit für. Interessante Map-Wahlen. Also Cash ja nicht so ungewöhnlich. Cobblestone freiwillig. Wird sicherlich von den Kopenhagen Wolves ein Versuch sein, das vielleicht etwas favorisierte ESC hier auszustechen durch eine interessante Map-Wahl. Und Nuke auch eine Map, die man nicht ganz so oft spielt. So, also Knife Round wird an die Kopenhagen Wolves gehen, dürfen sich auf der CT-Seite ins Match begeben. Wenn sie das denn wollen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Schon lange her, dass jemand die T-Seite freiwillig gewählt hat. Ich glaube, das letzte Mal war es ein deutsches Team, wenn ich mich daran erinnern kann. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Da war ich noch sehr, sehr verwirrt, aber es war das 2. Also wenn man irgendwo die T-Seite freiwillig wählt, dann wird es wahrscheinlich das 2 sein. Also, First Round steht an. Beide Teams müssen Ready eingeben und dann geht's in die Pistolenrunde. Countdown läuft, 5 Sekunden. Abwärts zählend. Es geht um den letzten Slot aus Gruppe A. Es geht um die Offline Finals. Kopenhagen Wolves gegen ESC. Einer von beiden wird hier die Qualifikation mitnehmen. Der andere darf sich dann aus dem Turnier verabschieden. Und das sieht stark nach einem direkten Bego aus. Sieht man immer wieder. Oftmals als CT relativ schwer, die First Round zu halten, nur mit Pistolen. Die Runde hat sich da ein kleines bisschen verschossen. Jetzt noch Freeze und ist nicht abgesmoked. Gibt natürlich freie Sicht für die Pistolen, aber auch da ist schon der Spieler down. CT-Base wird gepusht. Headshot kommt rein. Schöner offensiver Flash. Gibt ihm auf jeden Fall die Möglichkeit, wenigstens einen nochmal auszuschalten. Spero ist der Nächste, der auch noch nachzieht. Und über die Mitte, da käme spätestens Minis angerauscht. 1:0 für ESC. Direkter BGO erfolgreich. Ja, der Einzige, der da wirklich eine Chance hatte, Spieler auszuschalten, das war Hunden. ESC hat absichtlich unten den CT-Eingang offen gelassen, um da zu pushen scheinbar. Direkt schneller Push Richtung Mitte, ist aber niemand wirklich da. Die Kopenhagen Wolves haben sich überlegt, einen A-Stack zu spielen. Scout vorne weg. Ja, da kommt jemand um die Ecke. Das war ein Hit. Jetzt ist er nur noch mit 12 HP unterwegs.
Und jetzt haben die Wolves rübergeschoben Richtung B-Spot. Also haben wir den Stack verlagert. Und hätten sie sich das mal zweimal überlegt. Denn wir wissen jetzt, dass ESC unterwegs ist auf den A-Spot. Das ist die Bombe. Alle seine Mates können sich in Bewegung setzen und wir sehen auch die ganzen kleinen blauen Punkte, wie sie loslaufen, aber es ist schon viel zu spät. Rallen ist schon unterwegs Richtung CT-Base. Nummer 1. Rechts ist jemand abgebogen, das wird die Scout sein. Ein SMF ist das, mit seiner Deagle. Also auch eine Position, an denen man unter Umständen jemanden abfangen könnte. Jetzt kommt die offensive Flash, einfach um ein bisschen abzulenken. Hat er natürlich abgesprochen mit seinem Mate in der CT-Base. Schöne Flash. Hat ihm aber leider nicht den Frag beschafft. Terrorists win. 2:0 für ESC. Bisschen was konnte durchgebracht werden. MSL hat Rüstung und Helm. SMF hat seine Deagle durchbekommen. Ich werde die wieder ausblenden. Und Min ist jetzt schon unterwegs mit AWP. Gute Granate. SMF hat viel AB verloren. Wieder der Versuch, den A-Spot zu stacken, aber es hat nicht gereicht. ESC macht das zu sauber. Nach hinten zielt schon die AWP ab. Jawohl. 3:0 ESC. Keine Waffen verloren. In der Mitte. Oh, hat viele jetzt bekommen. Die AWP vorgeschickt. Also die Hoffnung, dass jemand von den Kopenhagen Wolves im Schachtgang steht und sich vielleicht picken lässt. Schacht ist offen. Könnte auf jeden Fall ein Hinweis sein. Das weiß er natürlich nicht genau. Jetzt der Blick Richtung Spot. Muss natürlich immer im Blick haben, dass vielleicht jemand im Schacht drin ist. Dass er einfach nur so aufgeschossen wurde. Das kann er natürlich nicht ahnen. Jetzt wahrscheinlich während des Goes auch hauptsächlich auf den Schacht konzentriert. Und jetzt kommt da von den Kopenhagen Wolves jemand. MSL steht bereit. Kein Problem für Minis. Links um die Ecke steht noch Resilient. Auch der ist schon angesagt worden. Schöner, sauberer B-Go von ESC Gaming. Keine Position ungedeckt gelassen. SMF, sauber geschossen. Aber Minis hat noch Zeit gehabt abzudrücken. Also von daher kann man da eigentlich nicht davon ausgehen, dass es nicht holbar gewesen wäre für ESC. Bombe geht durch. Denke ich, jawohl, ohne Frage. Erste Runde geht an die Kopenhagen Wolves, 3:1. Aber ESC hat genug Geld von den letzten Runden mitgenommen. Gelegte Bombe hilft da sicherlich auch noch, $800 extra. Steht Fries mit seiner AWP. Das ist eine ziemlich All-In-Position und ich glaube nicht, dass er mitbekommen hat, dass Spero da schon rechts steht. Und für den Fall, dass Fries verschießt oder es nicht rechtzeitig mitbekommt,
Hat er keine Möglichkeit mehr in Deckung zu kommen. Frag sitzt nicht. Aber Spiro hat nicht hinterher gepusht. Wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, da den Reflex zu setzen. Segen währenddessen gefallen. Und ist jetzt unterwegs Richtung A-Sport. Es sieht danach aus, als ob sie sich hier durchpushen wollen. Nur Maus steht noch vor B. Also ich bin mal gespannt, ob das ein Fake wird. Oder ob er nur backstabben soll. Wir wissen es spätestens, wenn der Go passiert. Schöner Shot. Ganz, ganz wichtig, denn damit zwingt er einen der Spieler von den Kopfmagenwurfs Richtung B sich zu orientieren. Jetzt geht die Bombe tatsächlich nochmal rüber. Also es wird dann als Doppelfake gespielt. MSL im Schachtgang. Den müssen sie da ausschalten. Das ist das Wichtige. Position ist noch nicht gecheckt worden. Erster Brexit, zweiter, schön geschossen. Macht alles richtig, spielt hier auf Zeit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, darüber zu schieben. Sie hätten vielleicht lieber versuchen sollen, den zweiten Spieler da durchzuschicken. Zeit ist abgelaufen. Also taktisch, denke ich, wäre es besser gewesen, wenn ESC die Verwirrung auf dem B-Spot genutzt hätte, um jemanden dort zu binden. Und dann hätte man 3 gegen 2 den A-Spot angreifen können. Und so hat es einfach zu viel Zeit gekostet. War sogar 4 gegen 2. Ah. Naja. Also wie aus der Übersicht können das immer ein bisschen besser erkennen. Maus stand da schon. Ne, es war nicht Maus, war. Doch was Maus. Natürlich war es Maus. Nochmal Maus. Schön gemacht. So, und jetzt eigentlich die Standardspielweise wäre, auf einer Seite einen Spieler hinschicken, der jemanden bindet. Und auf der anderen Seite volle Attacke. Dann könnte man maximal gegen zwei den Spot einnehmen. Jetzt ist Freeze bekannt. Also B-Spot auf jeden Fall richtig. Was muss dann auch langsam auf sicher passieren? Sehen Smoke sich nochmal, um ein kleines bisschen Deckung zu bekommen. Flash rüber, ist gut gemacht worden. Aber ich glaube, er steht da nicht gut genug, jetzt, dass man ihn nicht sieht. Irgendwo gucken die Füße immer raus. Natürlich, weil der Gegner auch ein Stückchen tiefer steht. Also sich da in die Smoke zu stellen, ist äußerst optimistisch, dass man nicht gefunden wird. Freeze und SMF werden versuchen, ihre Waffen durchzubringen. Und so wie es momentan aussieht, wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Bombe ist schon relativ schnell. Also kommt da keiner mehr ran. Es sei denn natürlich, wir setzen hier noch so ein paar Predict Shots durch. Na, 4 zu 2. ESC ist unterwegs Richtung A-Spot. Das könnte das erste Mal sein, dass wir einen direkten Contact-Go sehen. Alle Spieler stehen bereit. Rallen wartet schon auf sein Kommando, da die Smoke zu werfen. Und ich denke, das wird ein direkter Push. Und es ist die richtige Entscheidung, wie wir hier sehen. Zwei Spieler auf kurz, aber die brauchen eine ganze Weile, um einzugreifen. Jetzt muss der Go passieren. SMF auf dem Spot mit geringem Bewegungsspielraum. Schön gemacht. Haben sauber die Position ausgeschlossen. Das heißt, es ist noch die ganze Sache nicht verspielen. Auto ist schon noch eine Cillian down. Schöner Go von ESC. Und genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn die Kopfmagenwolves hatten sich auf die Mitte etwas konzentriert. Wollten vielleicht daraus lernen, dass sie in der letzten Runde da Mitte ein bisschen zu viele Probleme hatten.
die Command Wolves damit wieder in die Eco gegangen. Marte sitzt, alles richtig gemacht. Und auch hier wird der Spot problemlos gecheckt. Jawohl, schöner Headshot von der Serien, aber es bringt ihm nichts. Denn Maus hat die stärkere Waffe. Den Gegner. Und nochmal jemand mitgenommen. Schön geschossen von SMF. Also Pisse scheint zu funktionieren. Bringt natürlich nur relativ was. Natürlich halten sie das Gegner, das Geld der Gegner so ein bisschen in Grenzen. Und das ist besonders wichtig, wenn man dann anfängt, die Runden zu holen, dass man gleich wieder eine Eco provoziert. Aber ohne die Runden wird das dann halt auch nicht passieren. Mal gucken, ob Ries da eine kleine Ecke findet in der Smoke, wo man vielleicht durchschauen kann. Da kommen schon die Smokes Richtung Spot. Alles abgesmoked, aber das Ganze sieht aus wie ein Fake. Tatsache. Maus, der Frag sitzt und jetzt könnten sich die beiden B-Spieler vielleicht sogar noch überlegen, eher Richtung B rüber, Richtung A rüber zu gehen. Aber noch ist die Bombe nicht raus und es wäre jetzt optimal, wenn sich ESC nochmal zurückzieht. Starker Shot von Minis. Oh, Mrs. Sicilian hat den Bombenleger erwischt. Und gerade noch rechtzeitig geplantet worden. Immer noch Rallen auf dem Asphalt unterwegs. Er muss jetzt langsam Gas geben, damit er vielleicht seinen Mates da noch zur Hilfe eilen kann. Das könnte gefährlich werden. Ach, Bombe nicht defused, zumindest mit AWP. 7:2, schöner Fake von ESC. Also wir haben es aus der Overview gesehen, der Fake sah unglaublich überzeugend aus, plus die Frags sind gefallen, was natürlich dann die ganze Sache noch eindeutiger macht und eigentlich Kopenhagen Wolves dazu zwingt, Richtung A-Spot zu schieben. Und sie haben es dann trotzdem Richtung B rüber gespielt. Und bisher, ganz klare Sache, ESC auf ihrer Map-Wahl deutlich überlegen. Mal schauen, ob die Dänen noch ins Spiel kommen. Asbot scheint nicht deckbar zu sein mit Pistolen. 100 hat eine AK gefunden. Sehen. Völlig blind nimmt ihn trotzdem mit. Aber der Molotov, der wird ihn auf jeden Fall rausjagen müssen. Keine Chance. 8:2 Spielstand. ESC einfach deutlich in Führung. Und jetzt kommt eben genau dieser Faktor, den ich vielleicht, den ich ein bisschen vermute, den ich vorhin mal angesprochen hatte. Ich habe jetzt schon zwei Spiele erlebt, in denen Fries deutlich schlechte Laune verbreitet hat und schon vor Ablauf der letzten Runde vom Server gelieft ist. Und ich denke, wenn er das nicht in den Griff kriegt oder gekriegt hat, vielleicht ist es ja mittlerweile auch schon besser. Ich weiß ja nicht, wie es teamintern da aussieht. Dann kann er für seine Teams da durchaus zum Nachteil werden, wenn es mal nicht so läuft. Denn so jemand ist sehr schwer zu kompensieren. Die Stimmung ist für ein Team unglaublich wichtig. Eine Minute noch auf der Uhr. ESC bereitet sich auf den B-Go vor, wie es aussieht. Die AWP der Polen ist auch schon unterwegs. Wenn er jetzt natürlich noch eine Smoke hätte, die er Richtung A feuern würde, wäre das Ganze ziemlich interessant. Jetzt kommt der B-Go. Das sehe ich mit seiner Position. Die ist gut für den Überraschungseffekt. Und das ist keine harte Deckung. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ihn einer der Schüsse erwischt. Na, ein bisschen schießen würde schon reichen. Wir sehen, lebt nach wie vor und ist, glaube ich, relativ unentdeckt da links in die Ecke gekommen. Jetzt zieht er sich doch raus Richtung Feld.
1 gegen 3 Situation. ESC spielt einfach die Runden auch saustark aus. Hit sitzt. Ballspieler angeschossen. Vielleicht sogar die Möglichkeit. Aber er vermutet den Gegner an der falschen Stelle. 9 zu 2. ESC Gaming. Zumindest auf der ersten Map. Scheinbar schon fast durch. Man darf es natürlich nicht sagen. Man darf es nicht zu früh hier festlegen. Cash ist so eine Sache. Das kann auch durchaus mal etwas T-lastig werden. Wenn die Teams einen guten Hebel finden, um rauszukommen. Aber bisher spielt ESC einfach das viel besser. Die Fakes funktionieren. Taktisch sieht das einfach wesentlich durchdachter aus, als viele andere Teams das spielen können. Und ich denke, die Früchte dafür, die ernten sie hier im Ergebnis. First Strike geht mal an die Dänen, immerhin. Rechts um die Ecke steht wieder Fries. Die Position hat er nicht das erste Mal eingenommen. Spieler von der Mitte ist down. Ich bin mal gespannt, wie die Kopfballwurfs darauf reagieren. Sie müssen eigentlich jemanden abstellen, der sich ein bisschen darum kümmert. Ich bin mal gespannt, ob diese Position hier was bringt. Tür ist auf. Mehrere Steps sind angesagt. Eigentlich könnte der Aargau so gut wie klar sein. Zweiter Shot. Fries. Ja, nochmal 4 Schaden gemacht. Also, er hat das Ganze per Aiming gelöst. Und ja, für Innocent mit 4 AP eigentlich nichts mehr zu machen. Jetzt muss er noch schauen, dass er seine Waffe da irgendwie... Schönes Brett von Innocent. Das ist kein einfacher Shot, wenn er darüber guckt. Rallen kann auch nichts machen als lachen drüber. Kann ja mal passieren. 9 zu 3 und das könnte sogar passieren, dass er hier die Waffe durchkriegt. Jawohl. Stelle Mitte Smoke und die kam nicht rechtzeitig, um MSL hier zu retten. Wieder Unterzahlsituation. Schön ausgemoved von Asselien und Hunden ist da reingepusht. Hat zwei Leute ausgeschaltet. Jetzt hat sie ihn aber zerlegt. Trotzdem. So wie die Kopfmangewurfs hier hinten liegen, denke ich, ist das ein Erfolg. Und damit sollte die Runde gut zu holen sein. Natürlich ist es für Rallen hier noch nicht unmöglich, das Ganze noch rumzudrehen. Pause Call. Oh Gott, ist das Innocent. Oh, nee, bitte nicht. Oh. Mal gucken, ob das jetzt hier wieder eine leidige Geschichte wird.
Jetzt ist er natürlich. Jetzt fehlt dann noch jemand. Nee. Also, Innocent ist raus, ja. Na, mal gucken, wie lange es dauert.